James Rodriguez könnte Real Madrid erneut auf Leihbasis verlassen. Laut Informationen des Daily Mirror soll Carlo Ancelotti den Kolumbianer offenbar bis Saisonende zum FC Everton holen wollen. Die Toffees werden seit wenigen Wochen von Ancelotti trainiert. Schon bei seiner vorigen Station Neapel wollte der italienische Coach den Linksfuß unter Vertrag nehmen. Edinson Cavani möchte PSG laut Informationen der Marca bereits vor seinem Vertragsende im Sommer verlassen. Dem Bericht zufolge will der Stürmer bereits im Januar zu Atletico Madrid wechseln. Kurz vor Weihnachten berichtete der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass sich die Rochi Blancos mit dem 32-Jährigen über einen 3-Jahres-Vertrag einig sind. Lediglich über das Gehalt solle noch verhandelt werden. Da Alexander Nübel im Sommer zum FC Bayern wechselt, braucht Schalke 04 einen neuen Keeper. Laut Informationen des belgischen Het Nieuwsblad soll Schalke 04 Interesse an Hendrik van Krombrugge vom RSC Anderlecht haben. Die Königsblauen wollen sich den 26-Jährigen in den nächsten Tagen aus nächster Nähe anschauen. Beide Mannschaften absolvieren ihr Wintertrainingslager in Spanien. Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger offenbar Achraf Hakimi ins Visier genommen. Der noch bis zum Sommer von Borussia Dortmund ausgeliehene Marokkaner steht bis 2022 bei Real Madrid unter Vertrag. Bayern habe laut Marca bei den Madrilenen nachgefragt, was deren Pläne mit dem Nationalspieler in der kommenden Saison seien. Dem Bericht zufolge haben weder die Königlichen noch Hakimi selbst eine Entscheidung getroffen, wie es im Sommer weitergeht.